Herzlich willkommen bei dem Lernvideo zum Swiss Cheese Modell oder auch Schweizer Käse Modell genannt. Das Modell dient zur Fehleranalyse in unterschiedlichen Bereichen. Im Bereich der Medizin und Pflege ist es besonders relevant, da es in ca. 3,7% der Fälle zu Behandlungsfehlern kommt und jährlich ca. 98.000 Personen an Behandlungsfehlern im Krankenhaus versterben. Circa 80% davon sind vermeidbar und auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Es ist also notwendig, Fehler und Schadensereignisse konstruktiv zu untersuchen. Der britische Psychologe James Ramsden beschäftigte sich mit dem Thema und stellte fest, dass häufig das Personal an vorderster Front, sprich die Pfleger und Ärzte, für Fehler verantwortlich gemacht werden. Diese Betrachtungsweise ist dem Psychologen jedoch zu einfach. Daraufhin entwickelte er das Schweizer Käsemodell und analysierte zunächst Katastrophenereignisse oder Unfälle aus der Industrie damit. Dies machen wir in diesem Video einmal am Beispiel der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Auf der untersten Ebene steht die Einstellung und das Verhalten des Mitarbeiters. Er hätte die Pläne zur Notausschaltung kennen sollen und den Notfall eher vorhersehen müssen. In der klassischen Risikoanalyse wäre der Fall damit auch schon abgeschlossen. Nach dem Schweizer Käsemodell geht es hier jedoch noch weiter. Auf der zweiten Ebene ist die Frage der Qualifizierung. Wurde der Mitarbeiter ausreichend qualifiziert und wurde so viel Wissen vermittelt, dass er auch in Notfallsituationen handeln konnte? Auf der nächsten Ebene ist die Kommunikation zu betrachten. Hätte das Team anders kommunizieren können? Wo waren Kommunikationsfehler? Auf der Ebene der Organisation ist zu hinterfragen, ob zum Beispiel genügend geschultes Personal anwesend war. Und nicht zuletzt muss auch die Technik fehlerhaft gewesen sein, damit es zum Super-GAU kommt. Um es mit Ramsdens Worten zu sagen, erst wenn auf allen Ebenen gleichzeitig Löcher sind, kommt es zum tatsächlichen Schadensereignis. Created using Powtoon.